Mal ein paar kleine Besonderheiten beim Re-EMF. Das ist jetzt hier so eine Version mit gespaltenem Ferrit, aber ich glaube, das macht nicht so viel aus. Ich glaube, das geht auch mit jedem anderen. Und zwar das mit dem Strommessen. Ja, schöne Grüße an Stromspeicher. Jetzt kommt das Thema endlich mal dran. Du hattest damals gesagt, dass es ziemlich sinnfrei ist, mit der Stromzange beim Re-EMF den Strom zu messen. Du hast da schon voll im Detail recht, ne? Aber irgendeinen Anhaltspunkt brauchen wir ja, um ungefähr zu wissen, wie viele Ampere da reingehen. Und ich habe die hier mit einem analogen Messgerät geeicht und die passt. Also das, was hier drauf steht, das wird wirklich irgendwo hin bewegt. Aber wie rum es bewegt wird, das ist jetzt die Frage. Und zwar, ihr seht ja, ich bin jetzt hier im Minusstrang drin, was zur Batterie praktisch geht. Und habe die Stromzange so rum drin und habe hier jetzt ganz runter gestellt. Das drehen wir mal hoch, langsam. Na, wo kommen die? Jetzt kommt's. Genau. Jawohl, jetzt bin ich an Schlag. Ne, 450 mA. Drückt es mir momentan rein. So, und jetzt drehe ich wieder zurück. So, und jetzt machen wir dasselbe Spiel mal mit dem Plusstrang. Ne, es ist ein NPN-Bedini, da ist immer noch Bedini drin, NPN-Re-EMF. Und da seht ihr, wo wir hier im schwarzen Minusstrang ungefähr so 200 mA hatten, haben wir hier nur noch 120 im Plusstrang. Und jetzt drehe ich hier mal hoch, langsam. Oh, und seht ihr, es wird weniger, weniger. Und jetzt steht hier ein Minus davor. Ich drehe nochmal zurück. Das ist Potti-Einstellung hochohmig. Und je niederohmiger ich werde, dann geht es auf einmal in die andere Richtung der Strom. Ja, also so viel erstmal zum Thema, ob das irgendwas mit den Batterien macht. Ich meine, wenn man es jetzt schon mit der normalen Stromzange messen kann, dass es da bestimmte Bereiche gibt, wo ja, auch ein Haufen Strom entladen wird, sozusagen. Ja, das ist dann das auch, was den Widerstand hier warm werden lässt, schätze ich mal. Und was den Transistor warm werden lässt. Ja, aber das wollen wir ja gerade eben hier, ne? Dass er während des Ladens immer schön belastet wird, wenn sie regeneriert werden will. Ne? Die Idee mit dem Keramikkondensator über dem Potti finde ich echt genial. Von Action for Free, das hat er neulich rausgehauen. Jetzt bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher, ob das dann die Regenerierungsfunktion hat. Man hat dann wahrscheinlich einen sehr, sehr hochfrequenten Pulslader. Hat auch sehr gute Vorteile, nämlich geht da irgendwie so die Rückspeisung von E-Bikes und normalen Generatoren da durch den Sinn, dass wenn man da die Bremse drückt, ne, ihr wisst, dass man da einstellen kann, wie sehr es da bremst. Und das wäre ja dann mit der Einstellung, mit diesem kleinen Keramikkondi da drüber, voll perfekt für das Rückspeisesystem. Ja. Nun sind sie weg, die Wahrzeichen der Gartenanlage. Koryphäen über 2,50 Meter müssen gekürzt werden. Ich habe es gleich mal benutzt, um Regenwürmer anzulocken. Hier auch. Und auch sonst ist es mir sehr schwer gefallen, das ganze Holz zu verfeuern. Wozu auch? Ich habe mich erstmal entschieden, ein bisschen mit der Sonne zusammenzuarbeiten. Und die letzten 2 Jahre ist mir aufgefallen, dass im hohen Sommer hier bei den Erdbeeren da nicht viel gewesen ist. Die waren da vertrocknet und gelb und ach, jedenfalls viel zu viel Sonne abbekommen. Also haben wir erstmal hier so einen kleinen Sonnenschutz hingebaut aus den ganzen alten Ästen. Ja, hier drüben haben wir ja Wein. Ich hoffe mal, dass der jetzt hier hoch wächst. Und ja, mal gucken, ob das dann dieses Jahr besser passt. Also mal ein bisschen mit der Sonne zusammenarbeiten, auch ab und zu einen kleinen Sonnenschutz basteln. Da, schau her, jetzt genau ein Tag danach haben sich schon ganze Völker darüber hergemacht. Finde ich super. Einwandfrei. Die ganzen kleinen Ameisen sind ja dafür verantwortlich, das ganze alte Gestrüpp und sowas mit zu beseitigen. Also
zusammen mit den Schnecken und den ganzen anderen ganzen nützlichen Tierchen, die hier rumwuseln. Ja, und wie mir ja der Nico, der Mensch und Natur, gelernt hat, ist die Morgensonne so aufbauend, so ziemlich, ne, und die Abendsonne, die dann da drüben stehen würde irgendwo, oder Nachmittagssonne, eher abbauend und, naja, was heißt lebensvernichtend, aber, naja, jedenfalls wollen wir uns mal darauf konzentrieren, diese Morgensonne zu nutzen. Also morgens kommt hier schön volle Sonne ran und dann ist die Palisade so aufgebaut, dass gegen späteren Nachmittag dann hier Schatten drauf geworfen wird. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Aber so wie ich das bei den anderen Erdbeeren beobachtet habe, die selbst gewandert sind. Ja, ich meine, Pflanzen können ja auch laufen. Und die hatte ich hier angesiedelt und dann haben die sich von selbst, da war noch hier volle Wiese gewesen, da haben die sich einfach so trotzdem angesiedelt. Dann habe ich jetzt mal ein bisschen hier das Ganze erleichtert, indem ich das restliche Gras abgedeckt habe. Aber die haben sich von hier Richtung darüber bewegt, wo nämlich hier der Busch dann ist. Da ist es dann nämlich genauso, dass sie morgens schön Sonne bekommen und dann gegen Nachmittag dann von hier Schatten drauf geworfen wird. Ja, also richte ich mich mal nach den Erdbeeren, so wie die hier wandern, ne? Die laufen ja. Und hab das denen mal da unten mal ein bisschen erleichtert, dass sie nicht ganz so weit laufen müssen. Das hier ist jetzt diese Woche herausgekommen. Das hier ist schon weg. Das haben sich schon Leute unter den Nagel gerissen. Das war die erste Version von so einem Re-EMF-Charger-Umbau und so ein normales Ladegerät. Und das sind dann die Folgeversionen davon. Die bekommt ihr, wird wieder als 1-Euro-Auktion rausgehauen. Und die normalen Re-EMF, was heißt normal? Ja, also die hier bringen ungefähr, ja, hier ist jetzt ein Netzteil dran, 12 Volt und 500 Milliampere, ist auch für ein halbes Ampere ausgelegt, die Dinger. Ihr könnt hier, bei dem hier zumindest, extra reingehen, ne? Könnt ihr euch so einen Stecker vom PC abmachen, könnt dann hier mit 12 Volt extra reingehen und dann beachten, dass bitte auch nur 500 Milliampere maximal ungefähr anliegen, ne? Ist natürlich jetzt blöd mit einem normalen PC-Netzteil, was 8 Ampere bringt. Ihr könnt es machen, dann müsst ihr aber dann hier ordentlich so regeln, dass nicht zu viel Spannung auf die Batterien draufgehauen wird. Dann dürfte das hier funktionieren. Zur Funktionsweise von dem Teil hier. Ich werde die, egal wie sie jetzt aussehen, in Zukunft erstmal dann alle so bauen, dass die vier Zellen, 1, 2, 3, 4, alle in Reihe zusammengeschalten werden. Heißt für euch im Klartext, das Ding geht nicht, wenn ihr nur 3 oder 2 oder immer eine Zelle reinlegt. Ihr müsst 4 Zellen reinlegen. Da ist es nicht ganz so wild. Ja, doch, ihr solltet schon darauf achten, dass die Kapazitäten ungefähr gleich sind, aber es geht auch zur Not mit verschiedenen Kapazitäten. Dadurch, dass er immer belastet wird, ne, geht das auch. Natürlich ist dann die Batterie zuerst voll, die die wenigste Kapazität hat. Müsst ihr dann halt mal ein bisschen drauf schauen. Aber ansonsten geht das auch mit unterschiedlichen Kapazitäten, auch mit unterschiedlichen Typen. Ne. Die habe ich aus Versehen auch mal mit reingehauen. Das war eine Nickel-Cadmium-Zelle gewesen, mit dem Nickel-Metallhydrid zusammen. Funktioniert auch tadellos. So. Dann wollen wir es euch mal vorführen. Wenn wir die letzte Zelle eingelegt haben, geht dann hier gleich das Display los. Ist jetzt am Anfang noch ein bisschen schwach, da das ja nur die Spannung von den Batterien bekommt. Es wird dann stärker, wenn ihr das Netzteil einsteckt. So, Netzteil ist drin und jetzt kann man hier, ist glaube ich eher für Linkshänder gedacht, und ihr seht schon hier links, die Lämpchen leuchten immer mehr, ne? Hier bei 577. Ja, jetzt bin ich schon voll Anschlag. Also optimal ist es, wenn die Lampen gerade so richtig anfangen zu leuchten. Wenn er dann noch weiter dreht, bringt es nicht so viel mehr. Aber die Einstellung ist dann perfekt sozusagen, ne? Wenn die Lampen richtig schön angefangen haben zu leuchten. So, und da lasst ihr das dann durchrüdeln. Die hier sind jetzt schon ziemlich voll, muss ich sagen. Bei den Zellen hier ist es dann so, dass ihr bis auf 6 Volt hinauf müsst. Also wenn hier dann 6 Volt drauf angezeigt wird, sind wirklich alle restlos voll, könnt ihr sie wirklich rausnehmen.
Und hier bei 5,8 sind sie auch schon ziemlich fit, aber noch nicht ganz voll. Ne? Haben jetzt ein paar Tage stillgestanden sozusagen nach der letzten Ladung, haben ein bisschen Selbstentladung gehabt und ja, jetzt wird der Rest wieder reingedrückt sozusagen. Ihr könnt entweder solche Akkus laden oder solche. Ja, ihr könnt jetzt zwar parallel reinstecken, es passiert nichts, aber es wird dann nur der Block geladen, der niedriger ist. Ja, also wenn ihr dann 9 Volt Blocks laden wollt, müsst ihr die hier dann rausnehmen, 9 Volt reinstecken und das funktioniert dann auch. Die hier sind parallel geschalten, ne, also die 9 Volt Blocks sollten dann auch ungefähr dieselbe Kapazität haben. Haben sie ja meistens normalerweise und dann dürfte das hier auch super funktionieren. Aber ist eher dafür gedacht, dass die einzeln benutzt werden. Hier könnt ihr dann extra Akkus anschließen, ne, Moped-Batterien 6 Volt zum Beispiel oder wenn ihr hier im Eingang mit mehr als 12 Volt reingeht, wenn man zum Beispiel mit 18 Volt reingeht und einem halben Ampere, könnt ihr hier auch normale 12 Volt Batterien laden damit. Bis 30 Volt kann man hier am Eingang reingehen, aber wie gesagt, nur ein halbes Ampere maximal, ne, weil das wird dann schon ziemlich warm hier. Aber ausgelegt ist es erstmal nur dafür. Das habe ich hier sogar noch richtig probiert. Das müsste ich eigentlich mal machen. Aber es müsste funktionieren, rein theoretisch. Bei den Teilen ist jetzt neu hinzugekommen, dass ich die Putty-Anschlüsse rausgeführt habe, dass man hier extra noch einen kleinen Keramikkondensator anschließen kann, so wie es Action for Free neulich gezeigt hat. Dann schwingt das hier in einer sehr, sehr hohen Frequenz, ist dann ein richtiger Pulslader sozusagen, aber ich bin mir nicht ganz so sicher, habe ich ja vorhin glaube ich schon mal gesagt, ob die Regeneration dann noch so richtig stattfindet. Wer richtig fitte Akkus hat, kann das durchaus machen und hier ein bisschen rumexperimentieren. Der andere Anschluss ist auch zum Rumexperimentieren. Hier bei dem sieht man es ganz gut, da habe ich den Vorwiderstand von hier jetzt um die 600, 700 Ohm rausgeführt. Da könnt ihr hier dann euren eigenen Vorwiderstand davor machen, einen kleineren eventuell nehmen oder ja, einen größeren aufblasen, bringt ja nicht ganz so viel. Dann müsst ihr den hier dann wegschalten, dass ihr selbst noch ein bisschen rumprobieren könnt. Was gibt es hier dazu noch zu sagen? Sonst die Funktion wie bei den anderen, nur wenn ihr hier den Taster drückt, kommt hier das Display. Und bei denen habe ich jetzt gemerkt, ihr müsst hier den Taster so mal 2-3 Sekunden gedrückt halten, bis die Spannung runterfällt auf das Niveau, was die Batterie wirklich hat. Ne, wieso das bei den anderen gleich funktioniert und hier dann erst nach einer ganzen Zeit, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ihr seht es schon, ne, was hier jetzt anders ist, das ist jetzt ein Ferrit mit Schlitz drin. Ja, also so richtig Zeilentrafo-mäßig. Und hier bei dem Teil auch, nur mit dem Unterschied, dass der hier mit 3 Drähten bewickelt ist, verdrillt. Und dass hier 2... Parallel sind sie ja nicht. Ne? Sind ja jeder einzeln, aber mit einem Trigger jedenfalls zusammen angeschlossen sind. Und dann ihren Output gemeinsam hier raushauen. Die kleine Version schafft ohne Kühlkörper, so wie es hier eben angeboten wird, 1 Ampere bei maximal 30 Volt. Wenn ihr einen Kühlkörper anschließt, der passiv ist, ne, also so wie ich die Dinger da letztens gezeigt habe, dann wieder 2 Ampere und wenn ihr dann wieder den Kühlkörper richtig schön kühlt mit einem Lüfter und hier dann die volle Regenerationseinstellung drin habt, praktisch hier die LEDs kurz geschlossen habt, dann müsst ihr hier dann das weiße und dieses obere schwarze Kabel miteinander kurz schließen. Ne, dann sind die raus und habt dann vollen Regenerationsmodus drin. Dann wird das hier alles richtig feuerheiß und dann muss auf alle Fälle ein Kühlkörper drauf. Und wenn ihr den dann noch mit einem Lüfter zusätzlich kühlt, dann könnt ihr hier bei der Version bis 4 Ampere gehen und bei der Version dürfte bis 8 Ampere möglich sein. Das war's jetzt erstmal hiervon. Ich wünsche euch mal wieder viel Glück beim Ersteigern. Oh, hier, das ging schon ziemlich schnell. Jetzt ist es schon auf 6,05. Ja, wie gesagt, die waren schon ziemlich voll gewesen. Kann ich dann wieder rausnehmen. Ja, auf Feedback bin ich gespannt. Verbesserungsvorschläge sind jederzeit willkommen. Da habe ich selbst gestottert. Klar sind Verbesserungsvorschläge jederzeit willkommen. Aber sie müssen natürlich Hand und Fuß haben. Ne? So, das sei mal dazu gesagt. Alles klar. So, als kleinen Zusatz noch. Hans Welder, Rainer Welding, wie auch immer, das sind hier deine Akkus. Die habe ich jetzt einmal mit Re-EMF vollgehauen und jetzt werden sie nochmal richtig schön entladen bis auf
ihre richtige schöne Ladeschlussspannung, dann werden sie nochmal geladen und dann bekommst sie wieder geschickt. Dann bin ich gespannt, ob deine digitale Kamera damit wieder funktioniert. Als dem, ich wünsche euch was. Bis später.